Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim. Ihr kennt das, das Intro ist immer das gleiche. Und so, 30 Sekunden sind schon wieder durch. Da unten fliegen uns grüne Herzen entgegen und der Schnuffe, der ruft schon nach uns. Und er will gerne gekrabbelt werden. Vielleicht, ich bin mir unsicher. Ich glaube, oder? Hat er noch zu futtern? Ich bin mir unsicher. Aber es fliegen Herzen hoch und ich habe schon mal ein bisschen abgecheckt. Ich sehe keinen mysteriösen Steinhaufen, der sich in einen Golem verwandeln könnte. Heißt also, wir sind doch hoffentlich sicher. Hallo. Doch. Fresserchen hat er noch? Der Wolf ist... Nee, Scheibenkleister, der Wolf ist getriggert. Ah, weg hier, weg. Schnuff, ist alles gut. Schnuff, ist gut. Beruhig dich. Ist dein Wildschwein. Vielleicht ist auch ein bisschen Wolf dabei. Ich weiß es nicht. Muss das Herz, das grüne Herz muss erst rot werden, wa? Das dauert ewig und 3 Tage. Und der hintere Zaun ist ganz schön im Arsch. Kommt er nicht raus? Nein. Kommt er nicht raus? Okay, gut, ja. Ach, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns definitiv überraschen. So, ich möchte... Es sieht hier bei Tageslicht ganz anders aus. Verrückt. So, das ist ein Jahr nicht. Hier hatten wir vorhin, hatten wir doch fröhlich hier das Silber. So, der Stein muss weg. Dann... werden wir doch hier nochmal dem Berg einen neuen Scheitel ziehen. So im Bud Spencer-Style. Einmal schön eine Schelle. Oder einfach mal die Faust auf den Kopf. So. Einmal. Geil. So. Oh, hier geht's noch. Oh, hier geht's noch richtig weiter. So. Und ich frage mich, wie lange muss der Schnuff davon überzeugt werden, dass wir doch nur sein Bestes wollen? Den Schwein hat es ja auch ewig und 3 Tage gedauert. In manchen weniger? Bei manchen weniger, aber ich kann mich entsinnen an ein Schwein, was wirklich partout nicht freundlich werden wollte. Schrecklich, das war wirklich schrecklich. Die anderen waren gefühlt nach 3 oder 4 Tagen, waren die irgendwie, wollten die sich schon knuddeln lassen und das andere brauchte irgendwie doppelt so lange. Das ist natürlich die Frage, wie sieht es aus mit den... Das sind ein paar Steine. Wie sieht es aus mit den... Aua, wie sieht es aus mit den Wölfen? Brauchen die dann einfach mal irgendwie eine Woche oder so und dann gibt es noch ein paar Ausreißer, die dann auch gerne mal 2 brauchen? Dann ist dann aber das fette Riesenproblem, dass, ich hab da jetzt nur 10 Fleisch reingeworfen. Wie viel spachtelt der Schnuff am Tag? Ist das ein Fleisch? Dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Probleme. Sind es 2 oder sogar 3? Weil so ein kleiner Fresssack ist. Aber ein süßer Fresssack, deshalb kriegt er auch immer schön. Ja, kriegt immer schön Leckerli rein. Aber ist gerade ein sehr zorniger, garstiger, ins Gesicht zerfleischer Moppy. Da kann man ihm leider keinen Snack mal so eben über den Zaun werfen. Das ist natürlich das große Problem. So, schnell mal wieder zurück. Der Weg ist ja nicht allzu weit. Warte. Einmal hier rein. Tür wieder zu. Wir haben hier heizt. So. Treppchen wieder rauf, wenn der Treppchen nicht so doof wäre. So. Auf dir. Und ich bin echt gespannt, wie tief diese Ader noch geht. So. Nee, okay, gut. Das kann ich auch abtragen. Das klang so merkwürdig, als wäre das irgendwie ein anderer Stein. So. Anderer Stein. Wir hatten... Ich müsste noch mal eine alte Aufnahme schauen. Kann es sein? Ich wollte doch Steine farmen. Und da war ich auch am Anfang an so einem Brocken und habe versucht, auf den einzuprügeln. Ist aber nichts passiert.
Und justamente in dem Stein daneben, also in dem Felsen daneben, habe ich dann Steine bekommen. Hab mich nicht weiter gewundert, nur so ein bisschen. Dachte einfach so, ja, ist, man soll hier einfach nicht terraformen und hier einfach mal fröhlich die Berge, wenn man wollte, könnte man hier abtragen, um, weiß der Geier, hier seinen fetten Outdoor-Swimmingpool für sein Häuschen hier am karibischen Palmenstrand hier zu errichten. Ist super. Ist wahrscheinlich hier, ist feinstes kolumbisches Wetter hier. Kolumbianisch, wollte ich sagen. Ja, ja. Ihr versteht, wa? Ich, ist, ach, keine Ahnung. Witze werden immer besser, umso mehr man sie erklären muss. Ist toll, super. Ist eine unumstößliche Weisheit. Die kann man sich sogar notieren. So, mal. Machen wir hier. Ja. Und dann werden wir hier auch nochmal schön durchgraben. Und, kann nicht sein. Muss alles flach sein. So. Spitze Formen beleidigen mein Auge. So. Geil. Geile Scheiße. Hier ist noch ein bisschen. Ja, da ist noch Silber und so dabei. Dann renne ich doch nochmal kurz runter. So. Theoretisch hätte ich ja eigentlich auch so einen fetten Steg von da oben einfach darüber. Mm. Ah, so ein Skywalk. So, da rein. Ja. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, das sind 50. Das ist quasi eine Krypta. Wie viel Gegner man da irgendwie platt machen muss. Wie viel, schlammige Schrotthaufen man da irgendwie durchforsten muss. Für diese Anzahl, ja, an Eisenerz. Wird mir schon wieder ein bisschen anders. So, deshalb ist es ja hier. Hier hat es gerade ausgeschlagen. Hier, dieses Ding hier zum Beispiel. Das Ding hier. Hier sind wieder diese braunen kleinen Pünktchen. Es schlägt so ein bisschen aus, aber ich glaube, da unten oder so werden wir da fündig werden. Raji, ist das jetzt hier abgearbeitet? Wir machen hier nochmal einen Probe-Spatenstich. So. Und hier und da. Welche Überraschung? Kommt da nochmal so eine kleine Silberwiene? Kommt hier nochmal zum Vorschein. Hier hinten haben wir doch bestimmt noch. Ja. Da hinten haben wir doch bestimmt noch ein bisschen Glück. Die Spitzhacke hält ganz anständig durch. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Haltbarkeit da drauf? 250. Ja. Ist echt nicht so aufregend. Warte mal. 130. Und 250 Mal auf so ein Ding einschlagen. Warte mal, hier ist. Das ist noch Silber. 129. 128. Wir können 250. Boah, so, warte mal. Jetzt müssten wir eigentlich zwei. Nee. Ist immer nur eins. Ist immer nur einer. Okay, gut. Also, oh, hoppala. Ich erfriere. Silber ist also nicht schwerer zu farmen als Stein. Okay, ist so gut zu wissen. So, und 250 Mal hier irgendwie mit der Axt auf irgendwas einprügeln, ist auch nicht verkehrt. So. Dann schauen wir mal, was der Berg uns noch hier zu geben hat. Und auch mal wieder was spachteln. So. Heute nur wieder Rüben. Mit Bocki. Ah, geiler Bocki. So, ich muss unbedingt noch Senf finden. Ach, und hier? Ich bin mir unsicher. Ist es jetzt quasi, wir haben hier noch ein bisschen was zu erwarten oder nähern wir uns langsam wieder einer neuen Silberader? Einen ganzen Berg hier einfach abfragen. Was finde ich dann noch? In den Schlammhaufen hatten wir zumindest noch ein bisschen Leder, Knochen, Pipapo, alle mögliche. Ja, wir heizt. So. Na komm. Ich komm. Irgendwie. Hui. So.
Wir waren hier hinten, das nehmen wir uns nochmal. Ist also... Ich grab mich einfach mal hier weiter. Hier hinten war ja noch ein bisschen... Ich könnte schon wieder was zu essen vertragen. Was? Rum? Ich hab Bocki! Bocki, lecker Bocki mit Rübensuppe. Also, was will man denn mehr? Ich esse nicht mal so gut. Was soll das? So. Hier weiter. So. Aber ich glaube, ich bin mir halbwegs sicher, dass wir hier an diesem schönen Ort zu dieser... Ja, siehste? Hab ich's doch gewusst. Ich wusste das genau. Ich wusste das einfach genau. So, hier ist auch noch Silber. Ja, jetzt mal den weg. So. Hallo? Hallo, guten Tag. Oh, Besuch! Komm sie ran hier. Ich will ihre Drüse. So, komm hier. Warte. Ja, sehr schön. Komm, gib mich deine Drüse. 155, ausgezeichnet. So, was macht denn der Schnuff? Es wird wieder ein bisschen neblig. Ich sehe es nicht, aber die Herzen sind immer noch grün. So, nächstes Mal zurück. Dann aber auch wirklich definitiv in der Dunkelheit und mit Anschleichen. Ich glaube, dann haben wir halbwegs eine reelle Chance, um da noch mal ein bisschen Fleisch rüber zu schmeißen und mal schnell den Zaun zu reparieren. So. Und immer ist die Angst dabei, dass wieder so ein hässlicher Steingolem daneben irgendwie spawnt. Oder weiß der Geier. Ich weiß es nicht. Zu stabil. Was war denn das gerade? Hä? Bin mir unsicher. Silber! Noch mehr Silber! Geile Scheiße! So! Jetzt ja... Also, ich will mich nicht beschweren. Ich bin ja niemand, der sich häufig beschwert, ja? Also, das kann ja wohl jeder... bezeugen hier. So! Aber... Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ist das nicht ein bisschen viel? Also, wenn ich jetzt hier nochmal eine Reihe rummache. Kurz mal durchschnaufen. Wenn ich jetzt hier nochmal eine Reihe rummache, ich werde. Also, hier und da werden bestimmt noch ein paar Bröckchen da sein. Ich hab jetzt schon 9. Ich hab jetzt. Bestimmt. 60? Ich weiß es nicht. Ich muss mal unten in der Kiste gucken. Aber. Und das ist nur eine Quelle. Da hinten haben wir schon wieder die nächste. Ist jetzt nicht so, als... Und Berge sind in meiner Gegend jetzt auch nicht irgendwie sehr selten. So. Ich habe 2 Riesenberge alleine auf meiner Insel. So, heißt also... Jo, Silber wird kommen. Und wie wird das aussehen? Bin ich dann Glamrock? Mit dem Glamrock-Wikinger oder so? Jetzt bin ich gerade Disco-Wikinger. Ich sehe so ein bisschen aus wie eine Disco-Kugel, aber danach müsste ich ja eigentlich in 16 Millionen Farben in RGB quasi strahlen, ja, für noch mehr FPS auf ihrem Rechner. So, nee, ich habe mich geirrt, ich habe schon 70. Jo, okay, na gut, ja, wenn der Häusen irgendwie, wenn der Häusen schon mal 30 ans Anfang kostet quasi und das nächste Upgrade dann wahrscheinlich auch nochmal 30. Ist jetzt aus dem Fenster rausgelehnt, keine Ahnung. Wahrscheinlich deutlich mehr Silber, als wir an Eisen irgendwie jemals brauchten. Wir haben hier immer nochmal so den einen oder anderen Ausschlag. Ich würde hier unten mal gucken gehen. Ja. Hier? Oder eher da? Geh mal hier lang. Wir kommen beachtlich nahe dem anderen Silbervorkommen.
Hier ist jetzt alles tot. Hier wird es wieder mehr. Wir haben definitiv das andere. Ja, jetzt ist es schon wieder weg. Ah, okay, gut. Also dann doch schwieriger, als ich dachte. Das mit dem umgestürzten Baumstamm war natürlich jetzt auch wieder nur Chorglück. Quasi das Glück der Dummen. So, wie es häufig so ist. Aber hier ist doch... Hier ist doch die ganze Zeit immer noch irgendwas. Hier. Wird hier vielleicht noch ein Krümelchen drin sein oder so? Dann müssen wir aber dann nochmal schauen. So, Schnuff hat definitiv noch zu essen. Wie viel? Ich hab keinen blassen Schimmer. Der Zaun sieht nicht mehr so geil aus. Wir müssen noch warten. Wir müssen einfach warten. Ich kann aber nicht mehr warten. Das ist schrecklich. Ich will den kleinen Moppy, will ich einfach durchkneten. So, und die große Frage, mag der auch schön am Popo gekrault zu werden? Wie jeder andere Hund auch. Was für eine komische Frage. So, wie sieht es aus, wenn wir jetzt hier lang laufen? Kriegen wir denn über die Wünschelroute, kriegen wir denn hier nochmal den einen oder anderen? Den einen oder anderen Ping hier? Müssen wir irgendwie höher? Das war jetzt auch mitten auf dem Berg, ganz oben. Der andere war nur mäßig daneben. Wir sind hier einfach so verteilt. Gee. Große Frage. So. Au. Nö. Kein Ausschlag. Nee, nichts. Kein gar nichts. So, hier hinten kommen wir nur wieder zum nächsten. So, kurz mal entspannen. Super, beste Stelle hier. Und ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ob wir denn heute noch so Aufregendes machen wollen. Nur wieder grinden? Nee, da nicht runter. So, wäre natürlich jetzt auch nicht so verlockend. Heißt also... ich glaube, hier unten haben wir nicht viel Glück. Unten werden wir definitiv nicht viel Glück haben. So, das ist definitiv keine Basis. Hier hinten könnten wir ja noch mal ein bisschen schauen. Wir haben unsere Insel noch nicht hundertprozentig erkundet. Ist natürlich auch wieder die große Frage. Aber was soll uns hier großartig erwarten? Noch mehr Dunkelwald, Dunkelwald, Dunkelwald. Hier vielleicht ein bisschen Grasland. Hier noch mehr Dunkelwald. Dungeons, Türme, Zeug und Kram. Es würde alles nicht so aufregend werden. Aber wir müssten eigentlich noch mehr. So, wir müssten eigentlich noch mehr erkunden. Ist jetzt aber auch nicht so sehr spannend. Wir könnten auch nach Hause gehen. Ich habe Steine. Wir könnten mit dem Keller anfangen. Das wäre natürlich super spannend. Hallo? Fenris? Weil jeder abgerissene Balken ja zu Hause könnte ja die Integrität unseres Hauses korrumpieren. Uns zum Einsturz bringen. Ich erfriere. Fragen über Fragen. So, komme ich da hoch? Kann ich steile Wände hochrennen, wie ich kann? Geil. Super. Ein Träumchen hier mit dir. So, hier runter. Oh Gott. 91. Alles gut. Alles gut. Ich habe noch ein bisschen... Es ist noch ein bisschen Leben in mir. Da oben. Freund Blasius. Komm, halt mal still. Halt still, habe ich gesagt. Immer das Gleiche. So, hinfort mit ihm. So. Dann einmal. Jetzt habe ich nicht gesehen. Ich muss mich gerade verabschieden. So. Jetzt habe ich nicht geguckt, wo zum Geier die Drüse hingepurzelt ist. Ach, Scheibenkleister. So. Es ist da oben irgendwo. Oben irgendwo. Da so, oder? Ich bin mir unsicher. So. Hier rauf.
auf. Ich habe keine Ausdauer mehr. Hol und wurfst. Und die Welt speichert. So. Komm ich hier hoch? Ich komme. So, warte mal. Oh, ich kann nicht mehr. Ich kann auch. Ah, es muss reichen. Es muss einfach reichen. So, da kommt wieder der Geiz. Da kommt wieder der Geiz. Eine Million. Entschuldigung. Hab sie da nicht gesehen. Es ist doch mit mir gerade nicht runter. Ja, was hat dir der Baum getan? Das ist schrecklich. Ich als Baumfreund, ja, am liebsten hätte ich angezündet. Angezündet für eine schöne Bocki und für einen schönen Rübeneintopf. So mag ich meine Bäume. Aber ich, also bitte, hier mit diesem Eisfeuer anspucken. Schweinerei, ist wirklich Schweinerei. So, wir haben jetzt natürlich nur wieder das Ding hier auf dem Schirm. Na, das ist ne. Hier. Genau hier. Und im Hintergrund höre ich schon wieder irgendwas. Hallo? Nö, kann ich ziehen. So, na gut. Dann werden wir uns doch nochmal hier schön verlustieren. Und ich würde sagen, dann springen wir doch mal wieder nach Hause, wenn die Axt dann hier... Die Axt, immer die Axt. Wenn die Spitzhacke... Obsidian. Geil, nehme ich mir auch mit. 7. Huch. So, Terrormoppi. Ja, danke schön. Ja, nehme ich auch gerne. Ich hab doch... ich wusste es. Beziehungsweise, ich hab's vermutet. Ich hab's vermutet, man hat irgendwie ein paar Wölfchen gehört, aber... Hallo? Ist da noch einer? Kann man... Können wir das irgendwie mit Worten regeln? Können wir nicht einfach die Liebe sprechen lassen? Ich habe da hinten so ein Liebesgehege. Das klingt ein Fenris. Das klingt ein bisschen falsch mit dem Liebesgehege. Tut mir leid. Das ist ein Ring. Nein, nein, bleib mal da. Bleib mal da, auf der Länge meines Bogens, bitte. Ja, du bist ein Feiner, ein ganz Feiner. Du bist auch richtig fein im Sterben, gar richtig cool. So, wie lang, gib mich. Ein Wolfszahn. Ich will eine Trophäe, Mann. Ah, Mann, es ist doch... Ach, nie kriegt man das. Nie. Ich hab... Okay, so viel haben wir jetzt auch noch nicht irgendwie gemeuchelt. Dass ich mir da irgendwie einbilden könnte, wir hätten schon eine verdient, aber man würde ja wohl noch mal träumen dürfen. So, was? Irgendwas mit aufheben? Was war da gerade? Als Stein wahrscheinlich. So. Warum? Warte mal. Hier ist mehr. Müsste wahrscheinlich hier runtergraben. So. Und die ist hinüber. Okay, na gut. Weiß ich Bescheid. Da oben, da beim Licht, da wohne ich. Wer ist denn da zu Hause? Wer hat denn da schon wieder Battlicht angelassen? Schweinerei. Wenn die wieder nicht gespült haben, ja. Gibt's aber, Dann kriegen die aber die Bürste, aber dahin gesteckt, wo keine Sonne hinscheint. So, ich brauche noch ein bisschen Ausdauer, sonst komme ich da nicht rauf. So, warte mal, wir probieren es mal. So, kurz mal noch durchschnaufen. Hier könnten wir doch auch mal eben noch mal ein bisschen. So ein fetter Steinhaufen hier. Mit Portal gleich daneben. Also Steine besorgen ist echt überhaupt kein Problem. Hilfe. So. Hier das Ding. Einfach mal fröhlich alles ab. Da oben. Da verhöhnt einen quasi. Der fette Riesensteinklotz verhöhnt einen mit seiner Präsenz und mit seiner Steinigkeit. Der muss mal einfach die Spitzhacke zu spüren bekommen.
und als Kellerwand einfach mal über sein Dasein muss er einfach mal nachdenken. So, ich würde sagen, ich nehme einfach mal ein paar Steinchen mit. Wie viel geht denn jetzt noch? Das sind 100. Könnte ich ja doch einfach mal nochmal fröhlich hier irgendwie 35 einpacken, oder? Hey, ja, ist nah. Ah, war das Schnellrechnen zu schnell. So, ich gehe jetzt nach Hause. 3 Minuten 21, naja. So, Spitzhacke ist aber sowieso hinüber. Ich glaube nicht, dass der Schnuff irgendwie sich das schon anders überlegt hat. Ich nehme mal kurz einen Schluck Wasser. Ach. So, dann einmal kurz durchreparieren. Dann müsste ich mir hier nochmal überlegen, wie zum Geier ich hier unten mache. Der doppelte Boden müsste bleiben wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier... Das große Problem. Wenn ich jetzt hier... Warte. Nee, bauen. Ach Gott, so lange habe ich das schon nicht mehr gemacht. Wenn ich den jetzt nämlich hier so reinschlunze, ja? Also auch von unten, dann würde man hier oben das Ding sehen. Das sieht dann richtig kacke aus und ich fühle mich, als wäre ich hier in einer... Kurz vor der Schule hier in einer geschwindigkeitsbeschränkten Zone. Die ganze Zeit würde ich mich hier nur aufs Maul legen. Da reicht mir der Läufer hier schon. Quasi, um immer zu stolpern. Heißt also, ich müsste die Zweier da drunter lassen und dann müsste ich hier so eine Unterkonstruktion mit diesen Balken machen. Unterstützt mit den... Steinsäulen. Müsste das denn auch eine Steinsäule werden? Also ich müsste mich eigentlich mal hier so reingraben. Oder hinten? Müsste ich mich hinten mal reingraben und dann nochmal anfangen? Aber wie zum Geier grabe ich mich hier in den Boden rein? Na, das wird ja noch interessant. Das wird wirklich interessant. So, unwahrscheinlich auch viel... viel Gelegenheit für Fluchen, Schreien und den Hass aufs Bausystem. So, dieses Geräusch. Das Geräusch ist geil. Das ist so geil. Ich trage zu viel. Ach Mensch, ich habe immer noch nicht ausgeladen, die 3 Millionen Steine. Ich bin wieder so. Ach. So, warte mal. Komm hier. Ich werfe mal kurz einen Stein ab. So, machen wir es so. So, Fragi. Ja, die Zeit bringt's noch. Die Zeit bringt's definitiv noch. Ich muss noch kurz mal ein bisschen was auspacken. So, da kommt ein Zähnchen rein. Die Drüse kommt nach oben, wa? Ja, die Drüse kommt nach oben. Dann habe ich noch ein bisschen Obsidian. So, ich glaube, davon haben wir auch en masse. Müssen wir jetzt auch nicht mehr... Die Federn sind hier rüber gewandert. Die Felle sind aber weiter hier vorne. Und ich hab noch eine... Wie du? Du kleine Schnuffmaus. Bald kommt hier ein richtiger Hund. Und wenn mich einer fragt, du warst mein Erster, ja? Und immer wenn einer stirbt, dann kommt er da oben an die Decke. Ach. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht klebe ich mir dann auch so kleine Engelsflügelchen an oder so. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich bin mir unsicher. So, wir haben reichlich Kram und Zeug. So, heißt dann also. Hat jetzt diese Folge der, ja, wie soll ich es beschreiben? Der Hardcore-Action. Ich habe kein Steinmetz. Oh, jetzt muss ich ja noch ein Steinmetz bauen. Eigentlich müsste der doch... Der ist doch hier, oder nicht? Warte mal. Könnte ich nicht einfach... Hier ist er doch. Jetzt haben wir hier die Tore gleich wieder hier oben am Start. Vielleicht packen wir auch einfach mal ein Metall ein, damit wir das hier nicht haben. So. Wir können ja aber auch hier diesen machen. Hier eine Voraussetzung. Hier. So. Und... Da. Warum? Ich stehe doch drinnen. Was ist hier los? Jetzt sehe ich überhaupt vor Stein, sehe ich hier gar nichts. Das passiert so nicht. Jetzt.
So. Das sieht halbwegs aus. Hier vorne könnte ich noch so ein Ding ranmachen, aber ist nicht lang genug. Warum? Vielleicht hätte ich mal vorne anfangen sollen. Das wäre wahrscheinlich nochmal die kabelige Möglichkeit gewesen. Ich packe mal hier kurz ein. Es kommt nur... Ja genau, das wäre dann auch das Problem. Der Boden. Die Steine. Die Steine kommen durch. Da ist sie... Da auch. Und hier. Nee. Nee, das sieht so nicht aus. Wir brauchen also doppelten Boden und wir müssten dann eigentlich hier vorne anfangen. Heißt also, ich baue mir hier vorne nochmal ein Steinmetz hin. Aber eigentlich müsste ja das ganze Haus... Ach, das ist ja... Nee. Ich will hier draußen auch ein bisschen fröhlich rumrennen. Und vor allen Dingen... Warte mal. Ich hatte doch hier so eine... So, nee, da war nur das Portal drin. So, und so teuer war der auch nicht. Dann zwei Metall. Ich brauchte zwei Holz. Ich bin mir unsicher. Ich muss nachgucken. Ich habe die Rezepte nicht im Kopf, leider. 10 Holz. Oh, okay, gut. Und das haben wir doch wohl auch noch am Start. So, sage ich einfach mal so großkotzig. Dann einmal hier, einmal dorten. Und dann baue ich mir den... Ich baue mir den einfach hier hinten hin. So, warte. Nein. Macht der Gewohnheit. Ich baue mir den einfach hier hin. So, schlonze die Schlons. Na dann. Ist also... So. Mit Blick auf die Uhr. Ach, was für ein krönender Abschluss dieser spannenden Reihenfolge. Alter Schwede. Wart ihr nicht auch so schockiert, wie viel Silber wir irgendwie bekommen? Das ist wirklich der Terror. Und ich muss mir noch überlegen, ob ich euch mitnehme auf die ebenso haarsträubende und spannende Reise, das Silber hierher zu karren, in einem Karren, durch den Dunkelwald, mit vielen Steinen, Baumwurzeln und irgendwelchen garstigen Sträuchern und Gröllingen, die uns die ganze Zeit verfolgen. Ach, diese und weitere Fragen werden dann wohl in der nächsten Folge beantwortet. Bis dahin, habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.